Hallo und herzlich willkommen in Wölfchens Bastelstube. Mein Name ist Kerstin und ihr seht schon, was ich für euch heute habe. Wir wollen eine Gutscheinverpackung basteln. Ich habe da schon mal ein kleines bisschen was vorbereitet. So sehen die Gutscheine aus und die könnt ihr sehr gerne bei mir bestellen und kaufen. Und diese schöne Verpackung, diese oder auch diese hier, egal, ihr bestimmt, wie die aussehen soll hinterher. Ich habe ja nur ein paar Beispiele heute für euch mal gezeigt. Und wenn ihr so einen Gutschein bestellt hier, dann bekommt ihr natürlich portofrei das zugeschickt und diese schöne Verpackung. Ich mache die gerade mal auf hier. Die bekommt ihr natürlich auch kostenlos von mir zugeschickt. Das ist ein Service dafür, dass ihr hier diesen Gutschein bei mir kauft. Und wie der gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. Ich mache hier mal ein bisschen Platz, so dass wir hier arbeiten können. So, und was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu, ich habe mir hier was vorbereitet, und zwar ein Farbkarton in Nachtblau. Und ich zeige euch erstmal, wie ich diesen Gutschein hier, diese Verpackung erstellt habe. Dazu nehme ich mir hier einfach einen weißen Farbkarton und mein Falz- und Schneidebrett. Hole ich mir natürlich auch dazu und zeige euch gerade mal, wie der gestaltet wird. Also ihr braucht dazu einmal einen Farbkarton in A4, die ganze Länge, und legt ihn an der langen Seite an und schneidet euch zweimal einen Streifen von 1,9 cm ab. So, und den zweiten auch bei 1,9 anlegen. So, und dann könnt ihr hier das nehmen, das Stück, was übrig geblieben ist. Das hat ja ein Maß von 26 cm und wir legen uns das auf der kurzen Seite an bei 10,5 und tun uns den halbieren, und das ist hier schon unser ganzes Kunstwerk. Also ihr bekommt von einem A4-Karton zwei Gutscheinheftchen, und das wollte ich euch nur zeigen hier, wie das gearbeitet wird. Ich sehe gerade, ich habe noch gar kein Licht an hier. Es ist heute auch sehr hell hier bei mir. Die Sonne scheint. Das muss man ausnutzen. Wie gesagt, davon bekommt ihr zweimal, und die Streifen, das wird die Banderole. So, ich lege das gerade mal hier zur Seite, denn ich habe mir ja das schon einmal zugeschnitten. Ich wollte euch nur zeigen, wie ich zu diesem Teil gekommen bin. So, also, wir nehmen uns den Farbkarton und legen uns den an bei 7,9. Die Idee habe ich von Indra Biendl, die hatte das auch einmal auf ihrem Kanal vorgestellt. So, wir falzen bei 7,9, bei 10,4, dann bei 12,9 und dann müssen wir es einmal ausfahren und bei 20,9. So, das war auch schon die ganze Falzerei. Und dann falzen wir uns die Falze einmal nach. Schaut, dass ihr wirklich ganz genau übereinander kommt. Sonst passt nachher euer
Gutschein nicht. Dann wird das alles ein bisschen schief. So. Und hier einmal die Falze nachfalzen. Und hier in der Mitte, wir haben ja drei Stück hintereinander, den in der Mitte müsst ihr genau in der entgegengesetzten Falz falten. Da wird nachher unser Gutschein reingesteckt. So, und den letzten falzen wir auch, legen uns das ganz genau hier, dass das nicht schief wird. So. Und jetzt habe ich mir hier noch die beiden, wo habe ich sie hier? Hier diese Lasche habe ich mir noch ein bisschen abgerundet. Ihr nehmt natürlich den Eckenabrunder, den ihr zu Hause habt. Und ja, das finde ich sieht immer ein bisschen netter aus. So, dann kleben wir uns hier. Schaut mal, so sieht das nachher aus. Also wirklich ganz einfach. Das müssen wir uns jetzt einmal bekleben. Ich zeige euch, wie das geht. Also, ihr legt hier mit der runden Kante oder andersrum, egal. Legt ihr euch das so vor euch hin und dann nehmt ihr hier ein doppelseitiges Klebeband und klebt hier einmal die Seite mit dem Klebeband und hier in der Länge. Hoppala, jetzt ist mein Klebeband mir hier einmal warm geworden. Ja, durch die Sonne ist das natürlich blöd. So. Jetzt habe ich alles an den Fingern zu hängen. So, nochmal von vorn. Also hier das Klebeband, das doppelseitige. Ihr könnt natürlich auch etwas dickeres nehmen. Ich habe hier das gerade zur Hand, das ist 3 mm. Ihr könnt natürlich euer 6 mm Klebeband, was ihr zu Hause habt, benutzen. So, und jetzt hier noch die andere Kante. So, und dann lösen wir uns auch gleich hier einmal das Klebeband und dann können wir hier unsere Gutscheinverpackung zusammenkleben. Also ist wirklich, wie gesagt, überhaupt gar nicht schwer. So schön aufeinander drücken, mit dem Falzbein noch ein bisschen nacharbeiten. So, und jetzt brauchen wir einmal eine Schneidunterlage. Und ein Cuttermesser und ein Lineal. Das legt ihr euch dann hier so einmal so 2 mm legt ihr euch das Lineal an und schneidet diese Kante, was wir gerade geklebt haben, diese hier, die legt ihr euch hier so an, 2 mm und schneidet euch da ein Streifen raus, quasi öffnet ihr das Ganze jetzt wieder hier. Dann müsst ihr zwei, dreimal durchziehen mit dem Cuttermesser. Jedenfalls bei mir ist das so hier, weil das sind ja auch zwei Lagen Papier, seht ihr? Und dann habt ihr hier so einen Streifen euch einfach schön rausgeschnitten. Und jetzt zeige ich euch auch, für was der da ist, und zwar hier für unseren Gutschein. Der kommt dann nämlich hier rein. So. Schaut mal. Und dann passt der richtig so toll hier rein. Also ist doch wirklich eine ganz tolle Idee, ne? So. Und jetzt müssen wir uns das Ganze hier noch einmal schön mit Designerpapier bekleben. Ich schneide hier gerade mal meinen Fussel ab. So, ich habe mir hier
schon einiges vorbereitet. Und das ist hier das Designerpapier. Das habe ich mir auch ein bisschen geinkt hier noch mit Heideblüte und habe mir hier diese Lasche genauso angepasst hier, wie die Verpackung selber ist. Und das kleben wir uns jetzt an. Das Designerpapier ist aus Naturgedanken, also ganz frisch hier auch. So, dann nehme ich hier einfach mein Flüssigkleber und klebe hier das Designerpapier auf. Ich habe euch noch gar nicht die Maße gesagt. Das braucht ihr hier zweimal für die Klappe hier. Das hat ein Maß von 10,1 x 4,6. Und hier diese großen, das braucht ihr zweimal. Und die großen hier, das ist 10,1 x 7,4. Und dann haben wir hier noch zwei Streifen. Das ist für hier gedacht, für den Gutschein, hinten und vorne ein bisschen zu verkleiden. Und die Streifen haben 10,1 x 1,9 cm. Das ist das, was ich euch noch nicht gesagt hatte, aber jetzt nachgeholt habe. So, dann kleben wir uns, wie gesagt, hier einmal das Designerpapier auf. So sieht das jetzt bei euch auch aus. Wenn ihr natürlich Designerpapier habt mit Farbverlauf oder mit Muster, dann müsst ihr eben halt schauen, dass ihr hier das auch vernünftig mit aufklebt, sodass das nicht auf dem Kopf steht. So, das Designerpapier wollte ich euch gerade noch zeigen. Das ist dieses hier. Ja, es spiegelt alles so ein bisschen. Und das habe ich dafür benutzt. Und für den Spruch Glückwunsch, da habe ich dann hier alles Glück hier diesen benutzt für das Projekt hier. So, den Streifen, den wir ja vorhin in Weiß zugeschnitten habt, den kürzt ihr euch bitte auf 17,5 cm, sonst ist der einfach auch zu lang für das Gutscheintäschchen. So, schaut mal, das war ja, was wir uns abgeschnitten haben, das ist ja 21 cm lang und hier müsst ihr euch diesen kürzen auf 17,5. So, dann schauen wir mal, ob wir den Gutschein hier reinkriegen. Der passt wunderbar. Schaut mal, sieht dann nicht toll aus. So, und dann können wir hier das Ganze auch schon verschließen mit diesem Streifen. Ihr legt euch das am besten hier an der Kante, an ungefähr mittig. Einfach nur so rumklappen hier, nicht festdrücken. Und weil wir müssen das ja nachher hier wieder aufschieben können. So, und das Ganze klebe ich mir hier erst einmal mit Flüssigkleber zu. So, genau, wirklich ganz locker hier zukleben, damit wir hier und hier das noch schieben können. So, ich gucke mal, ob das klappt. Ja, wunderbar. Das ist wichtig, dass ihr diesen Test macht, bevor der Kleber durchgetrocknet ist. So, dann brauchen wir hier natürlich noch für die Banderole eine Abdeckung. Ich habe mir hier zwei Kreise ausgestanzt. Und zwar hier von unseren Basic mit Pep. Und da habe ich mir hier den dritten und den vierten, Entschuldigung, den zweitkleinsten und den drittkleinsten von unten gerechnet, habe ich mir ausgestanzt hier. Einmal in Heideblüte und in Nachtblau. Und hier diesen, das für den Spruch, das habe ich hier genommen, das größere. Für diesen Verschluss hier habe ich die Stanze Wolke genommen und ich glaube, das heißt ovales Duo. Ja, und das sieht natürlich so aus. Ja, es spiegelt unheimlich hier. Ich wollte aber einen anderen Verschluss mal machen und deshalb habe ich mir für diesen entschieden. Und den kleben wir hier einmal
Bisschen mit Flüssigkleber auf die Banderole. So. Das Designerpapier habe ich mir noch ein bisschen geinkt. Ihr seht hier diese Schatten. Das ist mit Heideblüte geinkt worden. So, weil es sonst immer so, ja, so weiß aussieht. Und ja, den Streifen habe ich hier auch mit bisschen mit Farbe versehen. So, dann kleben wir uns hier unser Etikett noch auf. Und das mache ich hier mit Abstandspads. So, das reicht auch schon völlig aus, die zwei. So, und dann habt ihr, hoppala, wirklich ganz schnell euch so ein kleines Gutscheintäschchen selber gemacht. Oder wie gesagt, für Geldgeschenke kann man das ja auch nehmen. So, und dann setze ich mir hier mein Etikett drauf. So, bisschen mittig hier das Ganze. Und dann fehlt uns jetzt nur noch ein bisschen Glitzersteine. Und die habe ich hier. So. Genau. Das reicht mir auch schon so. Schaut mal, ist das nicht wunderschön geworden? Schön schlicht, gar nicht so viel drumrum. Drei kleine Steinchen reicht völlig aus. Und wenn ihr dann das verschenken wollt, wie gesagt, das ist hier embossed mit schwarzem Embossingpulver. Und das ist hier auf schwarz mit weißem Embossingpulver gearbeitet worden. Ja, und so kann man ganz verschiedene hier einfach werkstelligen. Ich hatte so viel Spaß, seht ihr. Ich habe so viele jetzt gebastelt hierfür und ja, ich fand das wirklich, hoppala, ich fand das wirklich sehr, sehr schön. Man konnte sich gar nicht entscheiden, welcher hier am schönsten ist. Ja, meine Lieben, das war's heute von mir. Ich wünsche euch ganz viel beim Nachbasteln und wenn ihr, wie gesagt, eine gute Freundin oder Bekannten oder Nachbarin, keine Ahnung, der gerne bastelt und sich gerne mal so einen Gutschein, wollt ihr den verschenken? Na klar, dann könnt ihr den bei mir bestellen, kostenfrei, versandkostenfrei und die Verpackung ist gratis dann mit dabei. So, meine Lieben, ich sag tschüss, bis zum nächsten Video, eure Kerstin.